Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarze und willkommen auf meinem Kanal. Kurz vorab, dies ist eine Dauerwerbesendung, kann man gut erkennen. Und alles, was ich gleich sage, ist alles meine eigene Meinung. Und schon legen wir los. Wir reden heute über Werner. Eiskalt, das ist die DVD dazu. Aus dem Jahre 2011. Genau, das ist der fünfte Teil der Werner-Reihe. Ich habe die anderen Werner-Filme damals alle geguckt, Teil 1, 2, 3 und 4. Den ersten Teil habe ich damals als Kind gesehen. Ja, da war mal Teil mit Zeichentrick und Realverfilmung mit drin. Mochte ich nicht. Den zweiten Teil, Es muss kesseln, habe ich im Kino geschaut. Ja, langweilig. Den dritten Film, Volles Rohr oder Röhr, habe ich auch im Kino geschaut. Auch Enttäuschung. Dann kam der vierte Teil raus, Gekotzt wird später. Ja, der gefiel mir eigentlich, der war in Ordnung. Den konnte man sich gut angucken, war gut. Ja, Werner Eiskalt kam 2011 raus. Ich habe mir den fünften Teil nicht angeschaut, weil irgendwie war der Hype mit Werner irgendwie vorbei. Und jetzt habe ich mir das mal wieder gekrallt und denke, jetzt guckst du den fünften Teil mal an und ich habe ihn mir angeguckt. Und er ist genauso wie der erste Teil auch wieder halb Zeichentrick und halb Verfilmung. Ich habe jetzt gesagt, alle vier Teile davor geguckt, die waren alle jetzt nicht so besonders. Aber dieser Film, der war wirklich Müll. Also wirklich, es tut mir leid, ich mag die Figur Werner eigentlich wohl ganz gerne, aber dieser Film, gar nichts, es hatte nichts. Also es geht ja auch kurz für die, ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern. Es geht ja darum, dass der Brösel, also der Erfinder von Werner, 1988 ein Rennen gefahren ist, auch wirklich, das wird da auch, die Bilder werden da auch gezeigt, und er verlor da. Er hat sich verschaltet mit seinem Motorrad. Das Motorrad hieß Red Porsche Killer. Ja, genau. Und jetzt geht es eigentlich dabei, er will immer gegen seinen Kumpel Holgi, das soll der hier sein, wieder ein Rennen machen. Er will diesmal gewinnen und darum handelt sich eigentlich der ganze Film. Diesmal ist Werner eigentlich auch gar nicht Werner, sondern Brösel selber. Also Werner ist, es werden immer Geschichten erzählt von Brösel und seinem Bruder Andy und die ganzen anderen Kollegen da. Und dann werden immer irgendwie zwischendurch Zeichentrick-Elemente genommen und das wird dann da weitererzählt. Also eigentlich ist er gar nicht Werner, sondern Brösel. Ja, es ist sehr kompliziert. Der ganze Film hat für mich auch überhaupt keinen Inhalt, keinen Sinn. Dann in den Realverfilmungen stößt er sich den Kopf beim Springen ins Wasser. Dann halten sie ihn alle für tot. Warum auch immer. Warum der sich nicht bewegen konnte. Er konnte dann nur denken. Und dann, wie gelähmt also dann. Und dann wollten die ihn verbrennen, den Körper. Und das ganze Ding hatte überhaupt gar keinen Sinn. Es war auch nicht witzig. Es war eine schwere Kost. Der Film geht nämlich auch noch 98 Minuten. 98 Minuten. Ich habe zwischendurch wirklich gedacht, schalte es jetzt aus, schmeiß das Ding in der Ecke und mach kein Video davon. Aber ich habe mir es dann doch zu Ende angeschaut und es passierte da wirklich gar nichts. Also das ist ein zusammengewürfeltes Werk. Es tut mir leid. Ich spreche nicht gerne schlecht über Filme. Aber dieser Film gefällt mir überhaupt nicht. Dann hatten die, wo er damals 2011 rauskam, noch einen Rechtsstreit mit YouTube, weil ein paar Elemente vom Film da schon erschienen sind und dann musste YouTube das dann auch wieder löschen. Ja, ob das noch alles PR war, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ich diesen Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, ja, es gibt auch positive Sachen. Noch nie sah das diese Zeichentrick, ja, Folgen hier drin. Die sahen noch nie besser aus. Also von der Zeichnung her sehen die richtig gut aus. Werner sah noch nie besser aus als hier. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Dafür gibt es schon mal einen Pluspunkt. Ja, das war es eigentlich auch. Die Geschichte ist Müll, der Film ist Müll. Es ist anstrengend, den Film zu gucken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe ihm 2 Punkte von 10. Weil es gut gezeichnet ist. Ich gebe ihm 3 Punkte. 3 Punkte. Auch dann die Geschichte dann auch. Eigentlich sind das ja immer die besten Geschichten, wenn er dann arbeitet dann da mit den
Jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, der er mit der Zigarre da im Mund. Das ist mal mit Werner, der immer so rumschreit. Selbst die Geschichte war da drin auch total langweilig, total. Boah, nee. Nein, und es wird den ganzen Film lang gekotzt. Warum auch immer. Weiß nicht. In den 80er, 90er Jahre oder als 12- oder 13-Jähriger konnte ich darüber lachen. Jetzt konnte ich darüber nicht mehr lachen. Es war einfach nur doof. Einfach plump. Tut mir leid. Anders kann ich es nicht nennen. Ja, deswegen gebe ich diesem Film 3 von 10 Punkten und damit muss er gut sein. Und wenn ihr euch den anschauen wollt, als Werner-Fan, macht es gerne. Habt Spaß dran. Aber ansonsten, wer mit Werner nicht viel zu tun hat und der meint, er hat jetzt hier einen schönen Zeichentrickfilm, tut's euch nicht an. Guckt euch nochmal den 4. Teil an, gekotzt wird später, allein schon der Titel wieder. Der war noch eigentlich am besten von den allen, von der ganzen Filmreihe war der 4. Teil am besten. Und ich hoffe auch, dass es keinen 6. Teil mehr gibt. Es ist eigentlich gut. Er soll noch ein paar Comics machen, finde ich, der Brösel. Die Comics sind gut, die sind lustig und damit soll er auch bleiben. Finger weglassen von dem Film. Es ist gut gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die waren alle nicht der Hit und genau. Ja, das war's eigentlich von der Vorstellung von Werner. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder mit einem nächsten Video. Sonst abonniert den Kanal und weiter geht's. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.